So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe jetzt beschlossen, die Videos nicht mehr durchzunummerieren, weil eben das Problem ist, dass es viel zu viele Dinge gibt, die dann immer wieder zwischendrin erklärt werden müssen, sondern wir machen die Videos einfach in Kategorien, das heißt zum Beispiel Basiskonfiguration vom System und dann E-Mail und Social Media und Messenger, Videos etc. Das heißt, ihr findet die jetzt immer in den Kategorien und das hier gehört in die Kategorie Basis, weil wenn ihr euer Lineage OS installiert habt, kommt hier eine Meldung: Entdecke Trust, erfahre, wie du dich versichern kannst, dass dein Gerät sicher ist. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann sieht man auch, worum es geht. Trust hilft dir, dein Gerät sicher zu halten. Ich zoome da mal ein bisschen rein. Da ist wichtig, dass wir jetzt nicht auf Verstanden klicken, sondern einfach auf Mehr erfahren. Falls ihr einfach mal auf Verstanden geklickt habt, findet ihr das über die Suche. Ihr könnt einfach nach SMS suchen und dann gibt es irgendwann den Tipp SMS-Begrenzung, den Sucheintrag und da kommt ihr drüber hin. Ich gehe mal in den Fullscreen. Das heißt, hier seht ihr einfach in dem Status, dass das Gerät schon standardmäßig abgesichert ist. Das heißt, es werden Sicherheitspatches installiert, es gibt ein sicheres Linux und die Verschlüsselung ist auch aktiviert. Gibt es noch zwei Dinge, die wir aktivieren können. Einmal USB beschränken. Da geht es einfach darum, dass keine USB-Verbindung gemacht werden kann, wenn das Gerät gesperrt ist. Und hier unten könnt ihr sagen, eben eine SMS-Begrenzung. Die ist jetzt so eingestellt, dass Apps 30 Nachrichten innerhalb von einer Minute verschicken können. Das möchte ich zum Beispiel nicht. Ich möchte, dass gar keine App irgendwas verschicken kann, ohne dass ich bestätige. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach auf immer bestätigen. Das sieht man dann auch hier nochmal. Ich gehe nochmal drauf. Immer bestätigen. Und dann steht hier unten auch, Apps dürfen keine Nachrichten. Kurz, Apps dürfen keine Nachrichten ohne Begrenzung versenden. So, damit habt ihr auch Trust schon konfiguriert.